Fühlst du dich ausgelaugt und schlapp oder hast du Schlafprobleme oder körperliche Schmerzen? Dann sollten wir uns um dein Nervensystem kümmern. In diesem Kurs werden wir uns aktiv um deine Zirbeldrüse und deinen Hypothalamus kümmern. Sie werden Hormone ausschütten, die dich ruhig und glücklich machen. Mein Name ist Nicole und ich bin Ayur-Yoga-Expertin. Und wenn du keinen Kurs mehr von mir verpassen möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal und klick auf die Glocke. Komm in den Fersensitz. Bring deine Hände ins Gebetsmudra und verbinde die Daumen mit deinem dritten Auge. Atme nun durch dein drittes Auge tief ein und aus und verbinde dich mit deiner Intuition. Arme jetzt über den Kopf und mit dem Ausatmen lass sie sinken, greife hinter deinen Rücken, lass die Zeigefinger ausgestreckt und verbinde dich jetzt wieder mit dem dritten Auge und dem Boden. Der Atem ist tief. Spür die erdende Kraft. Lass die Arme nun sinken und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Bringst die Hände nach vorne und streckst dein Bein aus und kommst in die Katzenverneigung. Auch hier wieder bring dein drittes Auge zur erdenden Kraft. Wechsel die Beine und mach das Ganze nochmal. Und stell die Füße auf und komm in den herabschauenden Hund. Lass den Kopf locker hängen. Atme tief ein und aus. Nun roll dich Wirbel für Wirbel ins Brett. Gib dir ein Brett einen Moment und dann setz die Knie ab. Komm in die Bauchlage und bring die Ellenbogen unter die Schultern. Komm in die Sphinx. Öffne weit deinen Hals. Atme tief ein und aus. Bring den Kopf zurück, falte wieder die Finger, heb die Beine an und wenn du möchtest, komm in den Feueratem. Wenn der Feueratem zu viel ist, dann atme tief ein und aus. Dann bring die Beine wieder nach unten, die Arme nach unten und gib dir einen Moment. Lockere den unteren Rücken, indem du so hin und her schwingst. Jetzt winkel die Knie an und bring die Hände zu deinem Fußgelenk. Einatmend, öffne dich, die Knie und zieh dich hoch. Komm in den Feueratem oder in den tiefen Ein- und Ausatmen. Die Augen sind geöffnet, schauen die weiter. Mal tief einatmen und dann lass dich sinken. Drehst dich auf die Seite und hebst jetzt das obere Bein. Öffnest und kommst in den Kanonenatem. Der Mund ist rund und du atmest tief durch den Mund ein und aus. Vorzugsweise liegst du auf der linken Seite. Dann aktivierst du die Leber, wo alte Wut gerne festsitzt. Diese Übung löst diese Wut. Dann lass das Bein sinken und komm in den Fersensitz. Stütz dich auf und streck das Bein aus. Einatmend hebe den Arm, der Blick geht zur Decke. Atme tief in deine Rippenbögen ein und aus. Oder komm in den Feueratem. Gib dir Weite und Länge. Einatmend, komm zurück. Gebetshaltung und verbinde dich erneut mit deinem dritten Auge, deiner Intuition. Atme tief. Nun wechsel die Seite, auch
auch hier wieder Weite in den Rippenbögen, der Kopf dreht sich, Feueratem oder tiefer Atem. Genieße die Energie, die fließt. Mit dem nächsten Einatmen komm zurück in den Fersensitz, mach Fäuste, streck die Daumen aus und komm wieder in den Feueratem, die Augen fixieren deine Daumen. Ein sehr energetisierendes Mudra. Bring nun das Gebetsmudra über deinen Scheitelpunkt und löse die Arme nach unten auf. Komm jetzt in die Rückenlage. Ziehst die Beine ran, machst ein kleines Päckchen. Hebst nun den Kopf, umgreifst mit einer Hand das andere Handgelenk und kommst wieder in den Feueratem. Kiefer ist entspannt, Augen entspannt und Schultern auch entspannt. Nochmal einatmen und ausatmend roll dich zurück. Jetzt streck die Beine aus. Bring die Arme nach oben, die Handflächen zeigen zueinander. Einatmend hebt die Beine, ausatmend roll dich vom Kopf her hoch. Einatmen und ausatmen. Auch hier bleibe bei einem entspannten Nacken und Kiefer- und Augenbereich. Jetzt kräftig deinen Bauch. Beide Beine jetzt ranziehen und wippen. Das Kind in dir aktivieren oder über die Seite nach oben kommen. Streckst die Beine aus, gibst dir Länge im Brustraum und bringst jetzt die Daumen, wenn es die Beweglichkeit zulässt, an die großen Zehen. Kommst in die Vorbeuge und atmest bewusst durch das Augenbrauenzentrum ein und aus. Im nächsten Einatmen komm nach oben, komm in den Meditationssitz und fauste deine Hände. Die Daumen sind ausgestreckt und komm jetzt so links und rechts an die Schläfen. Wenn du jetzt einatmest, beiße deine Kiefer beim Einatmen und beim Ausatmen aufeinander. Das ist eine gute Übung, um Süchte loszuwerden. Auch emotionale Süchte. Bring die Arme nun nach oben, die Länge. Und dann falte die Finger wie so ein Dach über deinen Kopf. Komm in den Feueratem und verbinde dich jetzt mit dem Energiezentrum, was über deinem Kopf ist, deinem Scheitelzentrum. Nun streck die Zeigefinger nach oben aus und empfange vom Universum das, was du empfangen möchtest. Alles ist möglich. Nun bring deine Fingerspitzen aneinander, machst wie so ein Dach, kommst nochmal in den Feueratem und lädst das ein, was nötig ist, um das umzusetzen, was dir wichtig ist. Löse die Arme und genieße. Wenn du mit mir zusammen Yoga live machen möchtest, dann melde dich doch zu meinem kostenlosen Yoga-Schnupperkurs an. Den Link findest du in der Infobox. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.